Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpuppen unter der Lupe. Heute mit der kleinen Ausgabe vom Peterchen. Das Peterchen ist eine 45er Handpuppe, das heißt 45 cm hoch, für den, der nicht weiß, was ich damit meine. Ja, kommt mit einem ausziehbaren Pullover und mit einer ausziehbaren Hose. Die Schuhe sind allerdings fest, man kann das Ganze nicht ausziehen. Und er hat, wie ich finde, eine sehr süße Brille. Und was noch die sonstigen Eigenschaften oder Details an dieser Handpuppe sind, das möchte ich jetzt mit dir in einer kleinen Nahaufnahme. Unser lieber kleiner Peter, beziehungsweise kleines Peterchen. Als erstes gehen wir mal auf das Gesicht ein. Das Gesicht schmückt ja diese rote Brille. Ja, ich finde den Farbton halt nicht so toll. Mich spricht diese farbige Brille nicht an. Aber das ist dir überlassen, wie du das findest. Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich. Was mir bei dieser Brille aufgefallen ist, als ich die Handpuppe aus der Tasche genommen habe, da saß die Brille ungefähr so. Und ja, man sieht ja, dass sie nicht ganz richtig auf der Nase sitzt. Das heißt, man muss die so ein bisschen zurechtdrücken. Da hätte ich mir gewünscht, dass man die irgendwie noch befestigt. Aber das kann man auch selber machen, indem man sich halt passenden Faden nimmt und das dann einfach mal an dem Gesicht nochmal selber festnäht. So ist dann halt gewährleistet, dass die Brille dann auch nicht verrückt. Dann sehen wir, er hat blaue Augen. Dann hier nochmal sind ein paar Sommersprossen auf beiden Seiten. Die Wangen sind leicht roséfarbig. Dann, wenn wir in das Klappmaul schauen, dann sehen wir eine Zunge. Die ist sogar bespielbar. Ich komme da allerdings ein bisschen schwer rein. Mit meinem Zeigefinger oder mit meinem Mittelfinger. Das wird schon etwas schwierig. Die Bedienbarkeit des Klappmauls ist für mich bei einer 45er noch vollkommen okay. Ich komme damit gut klar. So wie bei der kleinen Jenny. Das klappt ganz gut. Ja. Ansonsten auf der Rückseite befindet sich zwischen dem Ansatz von Torso und Kopf befindet sich halt der Eingang in das Klappmaul. Da komme ich halt selber in das Klappmaul von dem kleinen Peterchen und auch in die bespielbare Zunge rein. Das Oberteil, ja, ich finde dieses Motiv, es wirkt wieder etwas feminin, so wie ich finde, dass die Brille auch feminin wirkt. Dadurch, dass wir hier einen ja, rosa Anteil haben in dem Motiv von der Eselotte Kiksberg, von diesem Pullover, den das kleine Peterchen trägt. Eselotte Kiksberg ist eine andere Handpuppe von der Firma Living Puppets, die auch hier bei YouTube eine eigene Show hat, beziehungsweise bei YouTube eine eigene Show hat. Ja, finde ich jetzt nicht so günstig gewählt. Ja, aber wie gesagt, da kann man jetzt sich wieder über Geschmack streiten. Das Oberteil bzw. der Pullover ist ausziehbar. Das heißt, wenn einem das Ganze nicht gefällt, kann man den kleinen Peterchen ausziehen und kann sich dann einfach ein anderes Oberteil nehmen, was ich persönlich dann auch machen würde. Kommen wir zu der Hose. Die Hose selber ist auch ausziehbar, das ist kein Problem. Geschlechtsmerkmale gibt es bei dieser Handpuppe auch nicht. Dann kommen wir zu den Schuhen. Die Schuhe sind selber auch fest an der Handpuppe vernäht. Die sind nicht ausziehbar. Die sind aus Stoff gearbeitet, aus einem schönen samtigen, weichen Stoff. Hier oben diese weißen Accessoires, die halt die Schnürsenkel darstellen sollen, die kann man halt nicht irgendwie, dass man dann mit dem Finger drunter kommt, finde ich sehr gut gemacht. Weil oft ist es dann halt auch so ein Detail, was halt schnell kaputt geht. Ja, ansonsten, Hände sind bespielbar, ganz normal. Ich komme mit meinen großen Händen in den Tunnel selber noch so gerade eben rein. Und in den Händen selber habe ich, ja, schon etwas beklemmendes Gefühl, aber ich kann die Hände trotzdem noch bespielen, wie du siehst. Allerdings, ja, wenn du so Handschuhgröße 9 hast, würde ich dir empfehlen, einfach mal ausprobieren, ob das,
so für dich passt. Ansonsten für Frauenhände kein Problem. Für Frauenhände empfehle ich generell immer die 45er Handpuppen als erstes auszuprobieren. Ja, ansonsten, was wir hier noch haben, ist hier das Etikett, das Firmenetikett. Und hier steht dann einmal die Artikelnummer und nochmal die Artikelbezeichnung. Ich finde das, wie gesagt, immer schön, wenn man eine Handpuppe hat, dass man weiß, von welcher Firma ist die, wie ist die Artikelbezeichnung, dass wenn diese Handpuppe irgendwann mal halt in ein Sammlerstück übergeht, dass man auch immer noch weiß, in 20 Jahren oder man diese Handpuppe irgendwann erbt, in 30, 40 Jahren, ah, guck mal hier, das ist die von dann und dann. Ja, würde ich gut finden, wenn das alle Handpuppenhersteller so machen würden. Hier noch einmal ein paar Detailfotos für dich. Der 45 cm große kleine Peterchen ist preislich bei 73 Euro. Kann man gerne ausgeben für so eine Handpuppe. Ich persönlich würde sie mir allerdings nicht kaufen, weil, wie gesagt, so, mich stören halt so ein paar Sachen an der Handpuppe, halt unter anderem die Farben von gewissen Accessoires, wie beispielsweise der Brille oder halt der Pullover. Ja, das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Generell würde ich es halt auch gut finden, wenn die Handpuppen ausziehbare Kleidung hätten, aber ich weiß, es ist ein bloßes Wunschdenken und es wäre auch ein großer Luxus. Aber es gibt eine Handpuppe, an der kann man wirklich alles ausziehen, was sie an Kleidung hat. Ich verlinke dir diese Handpuppe einmal in diesem Video, beziehungsweise unter diesem Video findest du den Link dazu. Dann war es das für heute. Ich sage Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Hannes.